Hey Leute, heute habe ich hier mal wieder einen AEG-Wärmepumpentrockner. Die Steuerung ist komplett tot. Das bedeutet, es geht kein Licht mehr an und der Trockner macht gar nichts mehr. Den werden wir jetzt reparieren. Den Ausbau von der Blende kann ich euch leider nicht zeigen, da mir der so vorbeigebracht wurde. Also wie gesagt, kein Licht geht an, kein Mucks, gar nichts. Jetzt dreht ihr als erstes den Drehwahlschalter auf Aus. Hier oben habt ihr die Verschraubungspunkte, um die Steuerung erstmal aus eurem Trockner zu lösen. Wie gesagt, ich kann es euch hier nur zeigen. Vorne hinter dem Wasserschieber sind nochmal zwei Schrauben. Dann könnt ihr die ganze Blende schon mal lösen und dann anfangen, hinten Kabel abzuziehen. Natürlich wie immer, erst den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor ihr irgendwas an dem Gerät macht, sonst herrscht Lebensgefahr. Jetzt müsst ihr, um alle Kabel rauszukriegen, noch die Steuerung aus der Blende ausbauen. Dafür sind auf der Unterseite drei Schrauben und auf der Oberseite zwei, eine rechts, eine links. Es ist wirklich wichtig, dass ihr den Drehwahlschalter, bevor ihr die Steuerung entnehmt, auf die Ausposition dreht, weil ihr sonst beim Zusammenbau im schlimmsten Fall die ganze Steuerung zerstört, wenn ihr den Drehwahlschalter auf der falschen Position habt. Jetzt sind noch ein Haufen Clips rundherum. Ich glaube, unten sind es vier. Oben ist nochmal einer und an der Seite außen sind nochmal zwei. Die müsst ihr alle vorsichtig lösen. Ich würde empfehlen, macht das mit den Fingern, hebelt da nicht mit dem Schraubendreher. Ihr brecht die Clips sonst wahrscheinlich ab. Jetzt ist die Blende schon mal raus. Jetzt müssen wir noch hinten das Hauptstromkabel, was zur Steuerung führt, abklemmen. Wundert euch nicht, wenn bei euch da keine Schraube oder eine andere Schraube drin ist als hier. Das kann je nach Modell durchaus variieren, was für eine Schraube da verwendet ist. Und bei manchen ist auch wirklich ab Werk gar keine Schraube drin verbaut, sondern nur diese Abdeckung aufgeklippt. Ich nehme dazu einen kleinen Schraubendreher und hebel die vorsichtig raus, weil die auf beiden Seiten insgesamt drei so kleine Clips hat. Und die sollten wir danach auf jeden Fall wieder anbringen und deshalb die Clips natürlich nicht abbrechen. So, jetzt haben wir an der Oberseite noch ein paar Kabel hinter dieser Abdeckung. Auf der einen Seite könnt ihr die ganz leicht rausheben und auf der anderen Seite müsst ihr die so nach hinten wegschieben. Bisschen dran wackeln, dann sollte es relativ leicht rausgehen. Jetzt habt ihr hier oben nochmal, je nachdem was für ein Modell ihr habt, unterschiedlich viele Kabel angesteckt. Ich empfehle euch, macht ein Foto, bevor ihr es ausbaut, dann wisst ihr beim Zusammenbau ganz genau, welches Kabel wohin kommt. Ja, jetzt nochmal drei Kreuzschrauben drin. Zwei in diesen Vertiefungen und eine direkt neben dem Hauptstromanschluss. Und dann könnt ihr die hintere Abdeckung von der Steuerung schon abnehmen. Das hakt manchmal ein bisschen. Da sind noch auch so ein paar Plastikclips. Da müsst ihr ein bisschen dran wackeln. Wieder wie vorhin schon gesagt, ich würde nicht mit dem Schraubendreher dran hebeln, sonst brecht ihr die Clips vielleicht ab. Jetzt sehen wir zum ersten Mal die Steuerung und wir sehen, die war schon mal offen, weil hier auf jeden Fall eine Schraube fehlt. Da gucke ich, ob ich eine passende habe und werde die natürlich beim Zusammenbau jetzt ergänzen wieder. Wenn ihr irgendwas rausschraubt, baut es bitte wieder so zusammen, wie es war.
Hier in der Ecke ist ein kleiner Clip abgebrochen. Das heißt, da hat schon mal jemand dran gehebelt. Und oben links an der Platine, da ist auch ein kleiner Schaden, also ein kleiner Kratzer an der Platine. Das sieht man, dass das Grüne da so ein bisschen abgekratzt ist. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer angucken, ob das beschädigt ist. Jetzt das Display abstecken. Das ist so der letzte Stecker, der jetzt hier auf dieser Elektronik noch verblieben ist. Seid dabei sehr vorsichtig, reißt die Kabel nicht aus dem Stecker raus. Dieser Stecker wird durch einen kleinen Haken gehalten, den müsst ihr ein bisschen aufdrücken und dann könnt ihr den Stecker aus der Steuerung ziehen. Und jetzt rundherum die Haken lösen. Zum Teil geht es ein bisschen schwierig, da müsst ihr einen Schraubendreher zur Hilfe nehmen, um den Clip ein wenig zur Seite oder diesen Haken ein wenig zur Seite zu drücken. Bitte keine Gewalt draufbringen, nicht an der Steuerelektronik hebeln oder mit dem Schraubendreher dran gehen, an die Steuerung an sich. Das wurde nämlich hier schon gemacht, deshalb ist auch diese kleine Beschädigung oben an der Platine. Das ist zwingend zu vermeiden. Und jetzt ein bisschen da hin und her wackeln, ein bisschen am Gehäuse drücken und dann lässt sich das auch lösen, ohne dass ihr da viel Gewalt draufbringt. Jetzt haben wir die Steuerung raus. Und können uns die mal genauer anschauen, was zu tun ist. Bisschen Schmutz ist drauf, ein bisschen Staub. Der Chip wurde nicht ausgetauscht. Das ist das, was wir jetzt machen werden. Also das ist natürlich das Erste, was man dann schaut. Hat schon mal jemand an der Steuerung rumgelötet vielleicht und hat den Chip nicht richtig eingebaut oder überhitzt? Oder wurden sonst irgendwelche Arbeiten da vorgenommen? Und jetzt messen wir mal den Widerstand, der wahrscheinlich auch defekt ist. Der sollte 47 Ohm haben. Ja, er hat 1,1 Mega Ohm. Das ist natürlich weit von dem abweichend, was es haben soll. Wie gesagt, 47 Ohm sollte der Widerstand haben. Das ist ein 3 Watt Widerstand. Der geht zusammen in Kombination mit dem IC-Chip kaputt, wenn der Widerstand so hochohmig ist oder überhaupt keinen Messwert mehr anzeigen kann, angezeigt wird beim Messen, dann ist definitiv nicht nur der Widerstand kaputt, sondern auch der IC. Diese zwei Teile müsst ihr hier bei den AEG-Platinen dann tauschen. Ist ein gängiger Fehler, nicht nur bei AEG, sondern bei vielen anderen Herstellern auch. Wir haben diese IC-Chips bei den Siemens Bosch-Spülmaschinen, bei Bauknecht-Waschmaschinen, überall haben wir diese Chips. Und das ist leider häufiger ein Problem, dass die irgendwann den Geist aufgeben. Jetzt löten wir mal den Widerstand raus und gucken dann nochmal im ausgelöteten Zustand nach dem Messwert, wie der sich jetzt dann verhält. Weil 1,1 Megaohm, das ist... Ja, es kann sein, dass das ein Messfehler ist, weil das über die Platine irgendwo anders den Widerstand misst und nicht durch den Widerstand. Deshalb die Teile dann auslöten und im ausgelöteten Zustand nochmal nachprüfen. Wie immer verlinke ich euch all mein Equipment unten in der Videobeschreibung, also meine Lötstation, meinen Heißluftlötkolben, mein Messgerät und so weiter. Schaut da mal rein, wenn ihr irgendwas für eure Reparatur sucht. Natürlich auch den IC-Chip und den Widerstand als Reparatursatz auch unten verlinkt. Ja, auf der Rückseite bzw. auf der Unterseite des Widerstands lesen wir jetzt hier 47R 5%. Die 5% sind die Toleranz. 47 Ohm ist das 47R. Ja, hat nichts mit 1,1 Megaohm zu tun. Ja, hier überhaupt kein Messwert. OL auf dem Messgerät. Gibt verschiedene Bezeichnungen. Open Loop, Open Line. Das heißt, dass gar kein Widerstand messbar ist. Der ist so hoch, dass er nicht mehr gemessen werden kann. Das heißt, der Widerstand ist auf jeden Fall defekt. Und somit ist auch der IC defekt. Jetzt gucke ich mir hier nochmal die Beschädigung an der Platine an, weil da direkt neben diesem Kratzer eine Leiterbahn verläuft.
Das muss man auf jeden Fall dann auch kontrollieren, wenn ihr irgendwelche Beschädigungen seht, ob die Leiterbahnen in Ordnung sind oder eben durchtrennt wurden. Dazu stelle ich das Multimeter auf die Durchgangsprüfung und dann piept es, wenn die zwei Spitzen verbunden sind oder wenn die Leitung eine Verbindung hat. Und siehe da, der Fehler, also der Kratzer hat keine Auswirkungen auf die Leiterbahn, sondern ist wirklich nur nebendran. Ist trotzdem wichtig, natürlich Beschädigungen zu überprüfen und nicht einfach zu ignorieren. Ja, jetzt gehen wir an den IC-Chip. Das ist in dem Fall ein LNK 304GN. Das GN gibt an, dass es ein SMD-Widerstand ist. Der ist aufgesetzt auf die Platine und nicht durch die Platine durchgesteckt. Also er hat keine Beinchen, die durch die Platine durchreichen und von der Unterseite verlötet werden, sondern solche kleinen Lötpads. Die große Gefahr dabei ist, dass ihr diese Lötpads beim Abnehmen von des IC-Chips von der Platine abreißt. Das ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Ich nutze jetzt hier meinen Heißluftlötkolben. Ich hole euch mal da ein bisschen näher ran. Erhitzt es schön. Ihr solltet den gleichmäßig rundherum und von oben am besten, nicht so schräg wie jetzt, sondern eher von oben. Leider ist es dann halt vor der Kamera. Erhitzen, bis der anfängt quasi zu schwimmen. Dazu immer mal wieder ein bisschen mit der Pinzette antippen. Dann merkt man, ob der sich schon bewegen lässt. Und dann ganz vorsichtig abheben. Nicht dran reißen, nicht dran ziehen. Wenn er noch ein bisschen Halt hat, dann ist das Lötzinn noch nicht an allen Beinchen gelöst. Und dann würdet ihr so ein Lötpad abreißen. Deshalb lieber dann einen Moment länger Zeit lassen. Achtet darauf, dass ihr keine anderen Bauteile unnötig erhitzt auf der Platine. Würde natürlich dann wieder zu weiteren Schäden führen. Und da haben wir den IC runter. Ihr seht, keine Beschädigung auf der Platine. Alle Beinchen und also alle Lötpads sind noch vorhanden. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Das ist nicht unbedingt was für einen Anfänger. Da sollte man ein bisschen schon Vorsicht walten lassen, um da keine weiteren Beschädigungen anzurichten. Natürlich kann man so eine Platine auch ausbauen und zum Reparaturservice einschicken. Jetzt nehme ich eine Lötlitze, entferne das Lötzinn an den Stellen, wo der Chip wieder neu aufgesetzt wird. Das mache ich jetzt hier, dass der neue Chip sauber aufliegt beim Auflöten. Man muss es nicht zwingend machen, man kann auch das alte Lötzinn quasi wieder mitverwenden. Ich löte es jetzt hier ab, dass wir eine saubere Oberfläche haben. Dieses Gewebe von der Entlötlitze nimmt das Lötzinn sauber auf, wenn wir es erhitzen, und zurück bleibt nur noch ein ganz sauberes Lötpad. Seid dabei sehr vorsichtig, dass ihr nicht irgendwelche anderen Bauteile von der Platine erhitzt oder verschiebt mit dem Lötkolben oder der Entlötlitze. Da sind direkt rechts daneben ein paar kleine Bauteile. Da solltet ihr natürlich nicht rankommen. So, die Fläche ist soweit vorbereitet. Jetzt machen wir die noch ein bisschen sauber. Ich nutze dazu Isopropanol und ein Wattestäbchen. Isopropanol verdunstet rückstandsfrei und löst die Platine nicht an. Erzeugt keine Korrosion. Kostet nicht viel. Ist eine Anschaffung wert, wenn man an Elektroniken arbeitet. Damit könnt ihr das bedenkenlos reinigen. Seid vorsichtig, kratzt nicht mit dem Wattestäbchen zu arg an den Lötpads.
Ja, die sind nur sehr dünn auf der Platine aufgebracht. Es kann sein, dass ihr die sonst mit dem Wattestäbchen einfach von der Platine abreißt. Hier ein neuer IC. Wichtig, genau den IC wieder aufsetzen, den ihr abgelötet habt, also genau dasselbe Modell. Wenn ihr den LNK 304 drauf hattet, dann solltet ihr auch solche einen wieder aufbauen und kein LNK 305. Da liest man auch in den Foren die wildesten Sachen. Der IC hat 7 Beinchen, das heißt, wir haben eine freie Stelle. Somit könnt ihr den eigentlich gar nicht verkehrt rum aufsetzen. Ihr solltet aber wirklich darauf achten, dass die Beinchen sauber mittig auf den Lötpads drauf sitzen, dass ihr keine Brücken zwischen rein lötet, weil wenn der Chip ein bisschen verschoben ist, könnte es sonst sein, dass das Lötzinn von einem Pad über das Beinchen zum nächsten Lötpad läuft und ja, dann baut ihr euch halt einen Kurzschluss mit in die Platine ein. Jetzt mache ich mal ein Beinchen, löte ich mal an. Das ist jetzt nur vorläufig, dass der Chip nicht mehr verrutschen kann. Und jetzt als nächstes das hier direkt gegenüber. Dann ist der Chip soweit fixiert, kann sich nicht mehr verschieben oder verdrehen. Und dann können wir ganz entspannt alle Beinchen nach und nach auflöten. Wenn ihr da nicht so geübt seid, dann lasst den Chip zwischendrin durchaus mal abkühlen, ein paar Minuten lang. Das nimmt euch die Gefahr, dass ihr den Chip überhitzt beim Löten und der direkt wieder defekt ist. Das kann nämlich auch passieren, wenn ihr da zu lange zu viel Hitze in den Chip reinbringt, dass der neue Chip sofort wieder kaputt ist. Die Verbindung von dem Beinchen des ICs zum Lötpad sollte rundrum sauber verbunden sein. Das sieht dann im Normalfall nicht so aus, wie es jetzt aus der Fabrik kommt. Klar, das wird dort in einem Ofen quasi aufgeschmolzen. Das schafft ihr mit dem Lötkolben nicht so, aber es sollte natürlich sauber aussehen. Ihr müsst es danach alles überprüfen, dass ihr keine Brücken zwischendrin habt, also Verbindungen zwischen den Beinchen. Und dass ihr auch nicht das Lötzinn irgendwo hinschmiert und irgendwo anders einen Kurzschluss erzeugt. So, jetzt haben wir den IC schon aufgelötet. Jetzt fehlt nur noch der Widerstand. Da biegen wir die Beinchen einfach um. Wie gesagt, 47 Ohm, 3 Watt. Das stecke ich jetzt einfach durch und biege die Beinchen so auseinander. Ich weiß, die sind viel zu lang, aber die kann man danach viel besser kürzen oder es ist einfacher, den jetzt so einzulöten mit den langen Beinchen. Dann bleibt er in der Position, wo er bleiben soll. Dann kann man den sauber auflöten und dann die Beinchen genau auf die gewünschte Länge einkürzen. Der Reparatursatz mit dem IC und dem Widerstand kostet wirklich nicht viel, die kosten ein paar Euro und damit könnt ihr relativ gut und günstig euer Gerät wieder instand setzen. Beinchen auf die gewünschte Länge einkürzen, also ziemlich kurz. Ja, und schon ist das Teil soweit repariert eigentlich. Jetzt geht es nur noch ans wieder zusammenbauen. Ja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch schon mal ein Like auf das Video und ein Abo auf meinen Kanal da. Das würde mich echt unterstützen. Natürlich könnt ihr auch seit neuestem Kanalmitglied werden, um mich bei meinen weiteren Projekten zu unterstützen und mir zu helfen. Und allen Unterstützern möchte ich jetzt schon mal Danke sagen. Jetzt geht es nur dran, die Steuerung wieder einzusetzen. Dazu erst die Oberseite quasi mit den Kontakten in die Steuerung, in das Gehäuse einsetzen. Da ist jetzt bei mir ein kleiner Fehler drin. Rechts oben die Ecke ist die Steuerung nicht unter dem Clip.
Seht ihr mal, dass auch jemand, der das schon häufig gemacht hat, doch noch in so einen Fehler unterlaufen kann. Hier sieht man es auch in dem Spalt, dass die Platine nicht ganz richtig drin sitzt. Links steht die ein bisschen weiter hoch, aber das kann man gleich noch beheben. Die Schraube, die vorher gefehlt hat, wieder einsetzen. Es ist wichtig, dass ihr alles wieder genau so zusammenbaut, wie es war. Die Hersteller haben sich schon was dabei gedacht. Ja, jetzt fällt der Fehler auf. Das Gehäuse geht nicht richtig zusammen, weil die Platine ein klein wenig hoch steht. Diese paar Millimeter, wo die Platine nicht korrekt sitzt, machen dann schon so viel aus, dass die Steuerung oder das Gehäuse der Steuerung sich nicht verschließen lässt. Und wenn ihr so einen Fehler habt, dann schaut nochmal genau nach, wo irgendwas hakt oder nicht perfekt sitzt. Nicht einfach mit Gewalt dann Schrauben reindrehen, sondern ganz genau suchen und schauen. Und hier habe ich jetzt den Clip mit dem Schraubendreher ein bisschen nach hinten gedrückt und dann die Platine nach unten. Jetzt ist der Clip richtig drauf und jetzt passt natürlich auch die Blende drauf. Rundrum schauen, dass alle Spaltmaße stimmen, dass alles richtig geschlossen ist und dann könnt ihr auch die nächsten Schrauben reindrehen. Ich empfehle euch, die Schraube hier in der Ecke als erstes reinzudrehen, weil die Gefahr besteht, dass euch die Schraube in das Gehäuse reinfällt, wenn die abrutscht. Und wenn ihr die anderen Schrauben dann schon reingedreht habt, kann es sein, dass ihr die Blende nochmal komplett auseinanderbauen müsst. Deshalb die als erstes reindrehen und dann die anderen zwei. So, ihr müsst jetzt wieder an euren Trockner gehen, die Kabel oben alle anstecken und dann können wir diese Abdeckung oben montieren als nächstes. Auf einer Seite einfädeln und nach vorne schieben und die andere Seite kann man gerade nach unten klippen. Dazu könnt ihr den Haken so ein bisschen mit dem Finger eindrücken. Jetzt setzen wir das Ganze in die Steuerung ein. Drehschalter auf Position aus. Ganz wichtig, wenn der Drehschalter verdreht ist und ihr presst jetzt die Steuerung da drauf, dann kann es sein, dass eure Platine, also die ganze Steuerung, irreparabel beschädigt ist. Deshalb wirklich darauf achten, dass der Drehwahlschalter richtig sitzt. Also ein paar Millimeter macht da nichts, aber er sollte jetzt nicht um 90 Grad verdreht sein, dann habt ihr ein Riesenproblem. So, Drehwahlschalter ist schon drin, aber die Clips sitzen noch nicht ganz. Müsst ihr gucken, oben sind jetzt vier Clips zu sehen. Oder bei euch in dem Fall auf der Unterseite der Steuerung sind vier Clips. Auf der einen Seite sind zwei außen. Und dann haben wir oben nochmal einen. Jetzt bevor ihr noch weiter da Schrauben reindreht und alles zusammenbaut, solltet ihr auf jeden Fall erstmal vorne die Knöpfe kontrollieren und den Drehwahlschalter, dass die sich alle sauber drücken lassen und nicht irgendwie verklemmt sind. Sollten die verklemmt sein oder irgendwas blockieren, dann müsst ihr die Steuerung nochmal aus der Blende rausnehmen und nochmal nachprüfen, woran es hapert, ob vielleicht ein Clip nicht richtig eingerastet ist oder sich irgendwas verkantet hat. Jetzt auf der Unterseite die drei Kreuz und oben rechts und links eine. Ich weiß, es sind ein Haufen Clips und Schrauben, aber alles wieder genauso montieren, wie es mal war. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt zu den Videos, dann schreibt mir doch einfach mal in die Videokommentare. Ich werde versuchen, euch allen weiterzuhelfen und bei euren Fragen irgendwie zu helfen. Ja, jetzt können wir die letzten Kabel alle anstecken. Natürlich hier den
Hauptstromstecker auch und die Abdeckung wieder drauf montieren. Darauf achten, dass die Clips alle richtig drin sind von dieser Abdeckung und die Schraube fest. Kann natürlich auch sein, dass ihr keine Schraube bei eurem Modell habt. Und dann könnt ihr schon ausprobieren, ob es funktioniert. Ich habe jetzt hier ein Testkabel, wo ich das bei mir auf der Werkbank auch probieren kann. Es wird aber allerdings so sein, dass er eine Fehlermeldung zeigt, weil keine Sensoren angeschlossen sind. Also, Licht geht, Programm geht, wie gesagt, Fehlermeldung. So, jetzt ist der Trockner repariert und alles funktioniert wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like auf das Video da, lasst mir ein Abo auf meinen Kanal da und ihr könnt mich natürlich auch als Kanalmitglied riesig unterstützen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.